Mal, da bin ich es schon wieder. Ihr seht, ich bin immer noch im gleichen Outfit wie vom vorderen Video. Ja, das zeigt euch, ich habe es am gleichen Tag gemacht. Es ist mein Vlog und den werde ich jetzt wöchentlich einmal aufstellen. Da geht es nicht um ein bestimmtes Thema, sondern einfach gewisse Sachen, die mich gerade irgendwie so ein bisschen beschäftigen, die ich gerade so ein bisschen entdeckt habe. Und ja, da geht es nicht darum, dass ich die Videos jenstens bearbeiten werde. Darum kommt es jeweils unter der Woche raus. Am Dienstag wird so ein Vlog jeweils rausgebracht und am Samstag geht es dann in einem anderen Video von mir um ein bestimmtes Thema. Ja, was wollte ich jetzt da ein bisschen erzählen? Es ist so, dass ich gestern eine Kollegin von mir, ja, hat mir gesagt habe, als ich ihr eigentlich gesagt habe, hey, geh doch mal auf meine Seite schauen. Und zuerst ist sie mal gar nicht rausgekommen, was sie überhaupt ist. Hallo? Das checkt man doch. Und das Zweite war dann, ja, ich muss ja deine Seite gar nicht liken, ich kann ja deine Videos auch so anschauen. Ho, 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 ja, schön, dann mach doch das, schau es doch auch ohne an. Aber zu diesen Abos und zu diesen Likes wollte ich jetzt einfach mal schon etwas sagen. Und zwar, ich glaube, da können mir gewisse Leute oder Betreiber von einer Seite auf Facebook oder auf YouTube zustimmen. Jedes Like oder jedes Abo ist eigentlich so eine Bestätigung für das, was du machst. Und das zeigt dir eigentlich auch, dass es geschätzt wird oder dass andere das gerne anschauen, was du machst. Und klar könnt ihr das auch anschauen, die Videos, ohne dass ihr mich liken oder abonniert auf YouTube oder auf Facebook. Das ist ganz klar, das ist mir völlig bewusst. Aber trotzdem, hinter diesen Videos, die ich auflade, steckt auch ein bisschen Arbeit. Nicht nur ein bisschen Arbeit, sondern wirklich recht Arbeit. Das ist, das Video selber zu machen, ist nicht unbedingt so ein gewaltiger Job, den ich da habe. Es gibt sicher andere Videos oder andere YouTuber. Oh Gott, ich bin gar kein YouTuber. Also ich kann mich mit dem Wort YouTuberin gar nicht auseinandersetzen oder einfach gar nicht identifizieren. Ich bin einfach immer noch Simon. Ja. Nein, auf jeden Fall kann ich mich nicht mit anderen vergleichen. Ich rede jetzt wirklich einfach nur von mir. Es gibt YouTuber, die wahnsinnig aufwendige Videos produzieren mit x-tausenden Kameraeinstellungen. Die sind wirklich teilweise tagelang dran oder stundenlang, wirklich fast tagelang, wochenlang, ja, nicht so extrem, aber die sind wirklich sehr lang dran, bis sie wirklich ein Video zusammen haben und das Bildmaterial, das Filmmaterial beieinander haben, bevor sie es schneiden. Bei mir ist es eigentlich im Verhältnis zu denen eigentlich relativ eine kurze Sache. Ich rede manchmal höchstens irgendwie mal eine halbe Stunde bis Stunde vor dieser Kamera und dann wird eigentlich das ganze Material erst geschnitten. Aber eben, bei mir geht es vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde, bis ich mein Filmmaterial aufgenommen habe. Und bei YouTubern, die wirklich auch ihr Geld damit verdienen, die ein bisschen mehr damit machen oder halt wirklich ein bisschen weiter sind als ich, die machen da natürlich einfach wirklich teilweise ganz grosse Projekte, wo ich unglaublichen Respekt davor habe, weil ich jetzt weiss, was für eine Arbeit das ist. Es ist nur schon so ein kleines Video, wenn ich es habe, zu bearbeiten. Und darum ist es halt einfach auch eine schöne Belohnung eigentlich, wenn du nachher ein Like bekommst für dein Video auf YouTube oder auf Facebook ein Like bekommst für deine Seite oder ein Like oder einfach ein Gefällt mir bekommst unter einem Video auf Facebook. Genauso habe ich Freude, wenn wir dort kommentieren. Da habe ich jetzt auch schon Leute kennengelernt über die Kommentare. Ich bin ein Fan davon, andere Seiten zu unterstützen. Also wenn ich andere YouTube-Seiten entdecke, die von Schweizer produziert, also von Schweizer unterhalten werden, dann tue ich die grundsätzlich einfach abonnieren. Also klar, nicht gerade jeden Guss, aber die meisten tue ich wirklich abonnieren. Weil ich finde es eine super Sache und ich unterstütze es einfach. Weil auch die haben ihre Arbeit hinter diesen Videos und wenn nicht noch mehr, weil ich bin wirklich erst am Berganfang von dem riesen Berg und habe noch gar nichts erreicht eigentlich mit meinen Videos. Im Gegensatz zu den anderen. Und darum unterstütze ich das wirklich auch. Unterstützen. Und es ist wirklich auch eine schöne Bestätigung für jemanden, der Videos macht. Mit so quasi die Freizeit ein bisschen für das opfern. Ja, also weiterhin liken und abonnieren, weil es freut mich. Und wenn ihr mir keine Freude mehr macht, machen sie halt nicht. Ja. Dann nochmal zum Erwähnen, weil die ersten zwei Videos habe ich gelöscht, weil ich die so scheiße gefunden. Ich habe so grauenhaft geredet, dass ich gefunden habe, nein, die kannst du nicht auf YouTube laden. Das ist ja peinlich, da schämst du dich ja dafür.
Obwohl ich auf YouTube auch bei vielen grossen YouTubern gesehen habe, dass sogar die ihre ersten Videos noch oben haben. Und ich schäme mich so fest für mein erstes Video, dass ich muss sagen, nein. Ich habe es runtergenommen, ich habe es wirklich gelöscht. Und ja, man sollte zwar zum ersten Video stehen, habe ich mir sagen, aber ich mache es nicht. Offiziell stehe ich zum ersten Video. Es hat so viel und Ja in diesen Videos, in diesen beiden Videos gehabt, dass ich mir sagen, nein, das kannst du nicht zulassen, stellst du gerade wieder ab. Und wahrscheinlich haben es ja die meisten auch gemacht. Vielleicht haben auch die meisten hören jetzt mir schon gar nicht mehr zu. Ich rede jetzt vielleicht nur mit einem Zuschauer und nicht mehr. Aber eben, wieso mache ich das? Ich habe Spass daran, das zu machen. Es macht mir Freude, einfach so ein bisschen Videos zu machen, Videos zu schneiden, Videos aufzuladen und dann eure Reaktion dann zu sehen. Das macht mir Spass und das ist ein Hobby von mir und ja, ich finde es cool, das zu machen. Um die Reichweite noch schnell anzusprechen, ich tue, wenn ich wirklich will, weiss ich, was für eine riesen Reichweite erreichen. Also ich greife jetzt keinen an, wo Schweizer YouTuber ist und auf Hochdeutsch tut YouTube oder vloggen. Sie sollen es machen. Ich tue einfach blöd, wenn ich Hochdeutsch rede, darum mache ich es sicher nicht. Und das Zweite ist, es ist meine Muttersprache, Schweizerdeutsch. Und wie gesagt, ich habe nicht vor, da ein mega YouTube-Star zu werden und bleibe wirklich auf Schweizerdeutsch. Weil das finde ich für mich persönlich jetzt authentischer. Wenn ich jetzt da plötzlich wieder von Hochdeutsch rede, ich glaube, da würde es denken, hey, sorry, Simi, los, Schweizerdeutsch ist ja gerade noch gegangen. Aber Hochdeutsch, ich glaube, das wäre jetzt wirklich, nein, mach es nicht. Darum, nein, ich bleibe im Schweizerdeutschen. Aber es gibt wirklich YouTuber, die Schweizer sind, wo ich es am Anfang nicht mal gemerkt habe, dass sie Schweizer sind, weil sie einfach so gut Hochdeutsch reden, dass es wirklich auch bei ihnen authentisch wirkt. Und darum, die es können, die sollen es machen. Oder eben so wie ich, was es halt nicht kann, weil ich habe wirklich einen Schweizer Akzent, wenn ich Hochdeutsch spreche. Und ich möchte eigentlich jeden Deutschen damit verschonen. Nein, also es klingt wirklich grässlich, wenn ich das mache. Und darum mache ich es nicht. Ich rede Schweizerdeutsch und bleibe im Schweizerdeutsch. Weil ich mache es ja eigentlich für die, die mich verstehen wollen. Ja. So, das war es von meinem ersten Vlog. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und ja. Leider kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht auf ein letztes Vlog-Video weisen, sondern muss eigentlich einfach Ciao sagen. Ihr dürft mich aber immer noch abonnieren oder auf Facebook mir folgen. Auf Facebook mit dem Namen Simo Lila. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!